Also ordnungspolitisches Denken ist ein zentrales Element einer gelungenen Energiewende. Wenn man sich anmaßen sollte, staatlicherseits wirklich ins Detail reinzugehen, im Detail zu steuern, dann wird sie wohl sicherlich nicht funktionieren. Es ist relativ leicht, sich verwirren zu lassen vom Begriff Energiewende. Was genau ist damit eigentlich gemeint? Ist es der Atomausstieg oder ist es doch mehr? Wenn man die Entscheidungen der Bundesregierung sich vor Augen führt der vergangenen Jahre, sieht man, dass im Herbst 2010 ein Energiekonzept entwickelt worden ist, das energiepolitische Ziele, Ausbauziele für die Erneuerbaren, Reduktionsziele bei den Klimagasen bis zum Jahr 2050 fortgeschrieben hat. Dazu auch vielleicht noch die Strategie ein bisschen schon weiterentwickelt hat, was man zur Erreichung dieser Ziele tun sollte. Das ist im Grunde genommen die Anforderung, die wir erreichen müssen. Der komplette Umbau des Energieversorgungssystems ist die Energiewende, von der wir eigentlich reden. Sie wird einerseits viele Kosten aufwerfen, da wird eine Größenordnung von mehreren 100 Milliarden Euro wird in den nächsten Jahrzehnten dadurch angesprochen sein. Was aber noch viel wichtiger ist, auf dem Weg dahin darf die Akzeptanz für die Energiewende auch nicht verloren gehen. Das heißt also, man muss wirklich alles daran setzen, sie möglichst effizient hinzubekommen. Nun ist es so, dass wenn man rein an den Klimaschutz denkt, es auch ein ganz zielführendes Instrument auf der europäischen Ebene gibt, nämlich den europaweiten Emissionshandel, Emissionszertifikatehandel, mit dem man durch eine entsprechende Senkung der Obergrenze der zulässigen Emissionen Anreize auslösen kann, in Klimaschutz sinnvolle Investitionen zu gehen, was den Kraftwerksbau anbetrifft, was die Nutzung von Fahrzeugen angeht und so weiter. Aber dieser Emissionshandel ist noch nicht ausgereift genug. Er hat noch nicht alle Sektoren, er umfasst noch nicht alle Sektoren, die er umfassen sollte, und er ist auch noch nicht international angeschlossen. Wenn man das aber alles hinbekäme, wäre das das ideale Klimaschutzinstrument. Nun hat man zusätzlich dazu noch eine Reihe anderer Instrumente in Gang gesetzt. In Deutschland ist insbesondere die Förderung der Erneuerbaren, des Ausbaus der erneuerbaren Kapazitäten durch das Erneuerbare Energiengesetz angesprochen. Und das ist zum gewissen Teil zwar sehr erfolgreich, indem es den Anreiz gesetzt hat, in große Kapazitäten zu investieren, aber es ist extrem ineffizient, denn es ist unglaublich teuer. Und dem Klima ist zumindest mal in der bisherigen Frist damit überhaupt nicht geholfen worden. Ich glaube, ein guter Gradmesser dafür, wie effizient eine bestimmte Vorgehensweise zur Vermeidung von Emissionen ist, ist der Eurobetrag, der eine Tonne vermiedene Klimagasemissionen ausmacht. Das ist beim Emissionszertifikatehandel relativ leicht festzustellen, wie hoch der ist, weil diese Zertifikate an der Börse gehandelt werden. Und da beträgt der Preis pro Tonne ungefähr, pro Tonne CO2, jetzt momentan so ungefähr 10 Euro. Das heißt also, dass sich jede andere Vorgehensweise, die ebenfalls darauf ausgerichtet ist, CO2 zu vermeiden, an diesen Kosten irgendwie messen lassen muss. Und dann kann man relativ leicht sehen, dass Windkraft oder die Erzeugung von Strom durch Solarpaneele, dass das eben sehr viel teurer ist, zum Teil eben in die Größenordnung von mehreren 100 Euro hochgeht pro Tonne, was sich dann wiederum irgendwo niederschlagen muss, wo es die Menschen spüren, die Stromverbraucher. Das ist im Falle des Erneuerbaren Energiengesetzes natürlich die Umlage, die auf den Strom obendrauf kommt. Das sind momentan so rund 3,5 Cent pro Kilowattstunde. Das klingt im Kleinen für einen Haushalt immer relativ beherrschbar und überschaubar, macht aber dann in der Summe doch einen dreistelligen Milliardenbetrag an Zahlungsverpflichtungen aus. Die Energiewende hinzubekommen, ist ein sehr komplexes Unterfangen. Einerseits muss der Staat einen gewissen Rahmen setzen. Er muss da, wo er auch als Planer aufgefordert ist, beispielsweise beim Aufbau von Übertragungsnetzen, bei den Schnittstellen zwischen verschiedenen Bundesländern, bei Kompetenzfragen zwischen Bund und Ländern, da muss er natürlich Entscheidungen treffen. Aber wenn es um die Detailsteuerung geht, wenn es darum geht, wo soll ein Kraftwerk, welche Energieträger soll ein Kraftwerk haben, wo soll es hingestellt werden, wenn es darum geht, was für eine Vermeidungstechnologie soll in einer bestimmten Verwaltung
Fabrik installiert werden. Bei all diesen Detailfragen ist der Staat dann besser beraten, wenn er sich auf die Information und die Entscheidungsfindung der dezentralen Akteure verlässt. Also ordnungspolitisches Denken ist ein zentrales Element einer gelungenen Energiewende. Wenn man sich anmaßen sollte, staatlicherseits wirklich ins Detail reinzugehen und Detail zu steuern, dann wird sie wohl sicherlich nicht funktionieren.